The Masked Singer, wer hat Maskenshow bereits gewonnen? The Masked Singer startet am 1. April in die 8. Staffel, immer samstags. 20.15 Uhr, live auf Pro7 und auf Join. Die Maskenshow brachte bereits 7 Sieger hervor, die alle mit ihrem gesanglichen Talent und ihrer musikalischen Erfahrung punkten konnten. Max Mutzke, 41, hat im August 2019 die erste Staffel der Pro7-Show The Masked Singer gewonnen. Als Astronaut verzauberte er das Publikum samt Rateti mit seiner Stimme. Keiner wusste, was auf einen zukommt, weder die Teilnehmer noch die Beteiligten an der Show. Dann wurde es so ein erfolgreiches Fernsehformat und das dann zu gewinnen. War schon geil, zeigte sich Mutzke im März 2020 im Interview mit Spot on News begeistert von der Premiere des Formats. Hinter ihm landeten Grashüpfer Gil Ofarim, 40, und Engel Bülent Ceylan, 47. 2020 nahm Tom Beck, 45, in Staffel 2 den Sieg mit nach Hause. Die größte Herausforderung war die Geheimhaltung über diesen langen Zeitraum. Noch nicht mal meine Eltern wussten, dass ich mitmache, erklärte der Sänger und Schauspieler ein halbes Jahr nach seinem Sieg im Interview mit Spot on News. Für die Show schlüpfte er Abend für Abend in ein überdimensionales Faultierkostüm, eine echt schweißtreibende Angelegenheit. Wie Beck berichtete. Auf den Plätzen hinter ihm landeten Wuschel Mike Singer, 23, und Drache Gregor Meile, 44. Im Herbst 2020 wurde bereits eine Nachfolgerin gekürt, Sarah Engels, 30, überzeugte in einem schaurig schönen Skelettkostüm. Alien Alec Völkel, 51, und Neil Pferd Nelson Müller, 44, landeten auf den Plätzen dahinter. Die Heimlichtuerei hat schon viel Energie und auch Zeit gekostet, muss ich sagen. Wenn man auf Social Media so aktiv ist wie ich, fällt es einem wirklich schwer, alle zu verwirren, erklärte Engels Spot on News kurz nach ihrem Sieg. Im Frühjahr 2021 wurde der nächste Sieger gekürt, Sänger Sascha, 51, setzte sich durch. Hinter ihm platzierten sich Leopard Cassandra Steen, 43, und Flamengo Ross Antoni, 48. Der Gewinner stand bei seiner Teilnahme vor einer besonderen Hürde, Kumpel Rea Garvey, 49, saß im Rateteam. Bei Rea war es schon wirklich schwer zu wissen, da sitzt einer meiner besten Freunde. Das war tatsächlich ein Punkt, über den ich bei der Entscheidung, mitzumachen oder nicht, nachgedacht habe, sagte er im Gewinner-Interview mit Spot on News. Dass er die Show schlussendlich dann auch noch gewonnen habe, hätte ich mir nicht träumen lassen. Mülli Müller hat sich im November 2021 im großen Finale der Pro7-Show durchgesetzt und die 5. Staffel gewonnen. Unter dem Kostüm des blau-grünen Müllmonsters steckte kein geringerer als Ex-DSDS-Sieger und Musical-Star Alexander Klavs, 39. Das war irgendwie alles surreal und abgefahren, blickte er im Interview mit Spot on News auf seine Reise in der Rateshow zurück. Zudem verriet er, mein Sohn hat, das ist jetzt kein Spaß, Mülli Müller im Kindergarten gespielt. Obwohl er gar nicht wusste, dass ich es bin. Sein Sieg brachte ihm noch einen neuen Job ein, im Masked Singer Spin of the Masked Dancer saß Klavs im Rateteam. Im Frühjahr 2022 ging es in den großen Showdown zwischen Zebra und Down Teufel. Im finalen Duell durchsetzen konnte sich das Zebra. Die Freude bei dem Streifentier war so groß, dass es bei der Umarmung mit Moderator Matthias Obdenhövel, 52, bereits seine Maske verlor, ein kurzer Schockmoment. Der Moderator reagierte jedoch sofort und versteckte das Gesicht der Promidame, bis die Maske wieder an Ort und Stelle war. Schließlich überreichte Klavs als Mülli Müller den glänzenden Pokal an das Zebra, unter dem sich Ella endlich, 38, befand. Es war unglaublich. Es ist wirklich so, wie alle sagen, das Team hier ist unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht, schwärmte endlich nach ihrem Sieg der 6. Staffel.
Beim bis dato letzten Finale von The Masked Singer im vergangenen Herbst konnten Rosti, der Maulwurf, die Zahnfee und der Werwolf ihre Tarnung bis fast zum Schluss aufrecht erhalten. Um den Maskierten auf die Schliche zu kommen, bekam Rate-Expertin Ruth Moschner, 46, Unterstützung von Judith Williams, 51, und Riccardo Simonetti, 30. Am längsten behielt der Maulwurf seine Kostümierung an und wurde zum Sieger der Show gekürt. Unter der Verkleidung steckte Schauspieler Daniel Donskoy, 33, der seine Enttarnung nutzte, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Donskoy wies darauf hin, dass es Frauen im Iran untersagt ist, öffentlich zu tanzen und zu singen. Mit den Worten Frau, Leben, Freiheit setzte der Schauspieler ein Zeichen für Menschenrechte und Demokratie. Das Masked Singer-Universum hat sich bereits erweitert und zwei neue Shows hervorgebracht. Im Dezember 2021 traten im Ableger The Masked Singer, die rätselhafte Weihnachtsshow, drei weihnachtliche Masken gegeneinander an. Yvonne Katterfeld, 43, gewann als singende Weihnachtsgans die festliche Sonderausgabe. Anfang 2022 ging zudem das Spin-off The Masked Dancer an den Start. Das Rateteam hat darin nicht den Gesang als Anhaltspunkt, sondern muss durch Bewegungsmuster, Musik, Choreografie und den Einspielern zu den jeweiligen Masken versuchen, die Promis zu demaskieren. Allround-Talent Oli, P. 44, holte sich als Affe den Sieg. Im Interview mit Spot on News erklärte er im Anschluss, körperlich war es die größte Anstrengung, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann. Anführungszeichen.